Alfs, Sarma, Krautrouladen oder auch Krautwickel. Benötigte Zutaten für 4 bis 6 Portionen sind 1 Sarma, Weißkrautkopf, das ist Weißkraut im Ganzen hergestellt wie Sauerkraut. Von diesem Krautkopf wird uns aber einiges überbleiben, das kann man zu einer späteren Zeitpunkt für Sauerkraut verwenden. 600 Gramm gemischtes Faschiertes, alternativ kann auch Rinder- oder Lammfaschiertes verwendet werden. Ca. 200 Gramm Zwiebel, eine Tasse Reis, als Gewürze Paprikapulver, Pfeffer, Majoran, Knoblauch oder Knoblauchpaste, ca. 150 Gramm geschnittener Speck, natürlich Salz, Tomatensauce und Öl zum Anbraten. Außerdem benötigen wir Rindsuppe, einerseits zum Übergießen, andererseits benötigen wir die Suppe für unsere Beilage, das sind Bouillon-Kartoffeln angedacht. Ich koche bzw. dünste den Reis im Reiskocher, das Verhältnis ist eine Tasse Reis, eineinhalb Tassen Wasser. Es kann natürlich auch herkömmlich am Herd der Reis gedünstet werden. Der Reis wird gut gesalzen. Der Zwiebel wird klein, aber nicht fein zusammengeschnitten. In reichlich Öl, goldgelb angeschwitzt. Bei Bedarf, wenn der Zwiebel sehr trocken wird, geben wir noch etwas Öl nach. Wenn der Zwiebel jetzt so schön goldgelb ist, können wir schon mit dem Fleisch beginnen. Verschierte und verteilen gleichmäßig rösten. Wenn es faschiert und durchgeröstet ist, drehen wir den Herd ab und beginnen mit den Würzen. Ein Kaffeelöffel Majoran, ein halber Kaffeelöffel Pfeffer, kräftig salzen, zwei Esslöffel edelsüßer Paprika und entweder 5, 6, 10 Knoblauch oder 2 Kaffeelöffel Alfs Knoblauchpaste. Die Herstellung der Knoblauchpaste gibt es in einem anderen Video. Der Link ist dann in der Beschreibung. Wenn wir alle Gewürze in der Pfanne haben, rühren wir alles gut um. Alles gut abschmecken und bei Bedarf wird das Ganze noch einmal nachgewürzt. Alles jetzt überkühlen lassen. In der Zwischenzeit geben wir die Tomatensauce in die Pfanne. Das ist eine hausgemachte Tomatensauce. Die Herstellung der Tomatensauce seht ihr in einem anderen Video. Der Link ist in der Beschreibung. Ihr könnt aber auch herkömmliche passierte Tomaten verwenden. Die müssen natürlich vorher noch kurz aufbereitet werden. Ein bisschen Wasser und Salz dazu. Wenn der Reis und das Fleisch etwas überkühlt ist, mischen wir den Reis unter die Fleischmasse. Alles gut verrühren. Noch einmal abschmecken und bei Bedarf nach Geschmack nachwürzen. Jetzt können wir dann mit den Wickeln beginnen. Dazu schneiden wir großflächig den Strunk aus dem Kraut. Blätter können wir so jetzt leicht vom Kopf entfernen.
der Mitte des Krautblattes befindet sich ein dicker Strunk, den schneiden wir von allen Blättern raus. Jenen Teil der Blätter schneiden wir in Streifen und geben zu unserer Paradeissoße dazu. Zum Füllen unserer Krautrouladen legen wir das Krautblatt flach auf, geben ca. 2 gehäufte Löffel von unserer Fleischreismasse hinein, schlagen ein, rollen das Ganze gut ein und umwickeln das mit einer Scheibe Speck. Schon zu Beginn des Videos erwähnt, als Beilage wichtig Bouillon-Kartoffeln her. Das sind festkochende Kartoffeln in Rindsuppe gekocht. Bei 170 Grad kommen die Rouladen jetzt für ca. 30 Minuten in den Ofen. Nach der halben Bratzeit wird mit der Rindsuppe etwas übergossen. So, jetzt sind es fertig. Das war ein bisschen länger, die waren jetzt 40 Minuten drinnen. So, jetzt müssen wir nur noch anrichten. Ich richte mal 3 Stück an. Als Beilage die schon erwähnten Bouillon-Kartoffeln. Jetzt kann ich nur noch sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.